Zeuge Josef Kretz, Polen, Lehrer 69 Jahre, 98. Verhandlungstag, 8.10.1964. Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Ja. Ja. Sie waren also in Auschwitz. Jawohl. Wann sind Sie dorthin gekommen? 12. Sierpnia 1941. Ich bin am 12. August 1941 gekommen. Und wie lange sind Sie dort geblieben? Do 28. października 1944. Und ich blieb bis zum 28. Oktober 1944. Potem byłem wywieziony do obozu w Leitmeritz. Dann wurde ich ins Lager Leitmeritz gebracht. Das ist in Sudeten. Ja. Herr Zeuge, haben Sie während Ihres Aufenthalts in Auschwitz auch den Angeklagten Stark kennengelernt? Jawohl. Ja. Ja. Dann wollen Sie uns bitte sagen, wieso Sie diesen Zeugen, diesen Angeklagten kennengelernt haben, wieso Sie sich von seiner Person überzeugen konnten und was Sie von ihm wissen. Ja, ich werde gleich antworten, ja. Also, najpierw pracowałem w komandzie Gärtnerei. Zuerst habe ich im Kommando Gärtnerei gearbeitet. W pierwszych dniach, to mogło być 1 lub 2 października 1941, ogłoszono po apelu, że ci ludzie, ci häftlindzy, którzy znają język niemiecki i język rosyjski w słowie i w piśmie, mają się zgłosić na blok 25. Ja. Mal stopp. Gleich in den ersten Tagen meines Aufenthaltes dort, es mag vielleicht der 1. oder der 2. Oktober 1941 gewesen sein, da wurde eines Tages nach dem Appell verkündet, dass diese Personen, die der deutschen und der russischen Sprache mächtig sind, und zwar in Wort und Schrift, sich melden sollen. Zgłosiło się nas po apelu około, no jak sobie przypominam, około 120. Wir hatten uns nach dem Appell, soweit ich mich erinnere, waren wir so ungefähr 120 Personen gemeldet. Wir warteten, czekaliśmy dość długo na korytarzu 25. bloku i potem przyszło, 25. Tak, i potem przyszło trzech czy czterech ludzi. Bitte sprechen Sie ins Mikrofon. Proszę mówić. Ja, trzech czy czterech ludzi i zaprowadzono nas po jednym, wprowadzano do jednej stuby, do jednego pokoju. Wir haben ziemlich lange auf dem Korridor des Blocks 25 gewartet. Und dann kamen so 3 oder 4 Personen und wir wurden einzeln in ein Zimmer gerufen. I wtedy dopiero przekonaliśmy się, że będziemy składać egzamin z tych dwóch języków. Und da haben wir festgestellt, dass wir eine Prüfung ablegen sollen, und zwar in diesen beiden Sprachen. Z tych 120 mogło być mniej lub więcej, ale mniej więcej 120. Złożyło nas dobrze egzamin 25. Von diesen 120 Personen, ich kann mich irren, ich weiß nicht genau, aber ungefähr waren wir 120. Also von diesen 120 haben 25 Personen die Prüfung gut bestanden. Ja, z tych 25, ponieważ nie było tylu potrzeba, myśmy nie wiedzieli dla jakich celów. Jeszcze raz przeprowadzano egzamin i jeszcze kilku odpadło. Mit diesen 25 Personen, wir wussten nicht, für welche Zwecke wir überhaupt gebraucht werden sollten. Und dadurch, dass nicht so viele benötigt wurden, hat man also mit diesen 25 noch eine zusätzliche Prüfung durchgeführt und einige sind dann noch entfallen. Wir sind 19 oder 20 geblieben. Ich war auch dabei. Mhm. Und was geschah nun mit Ihnen und wieso haben Sie auf diese Weise den Angeklagten Stark kennengelernt? Myśmy nie wiedzieli, my czekaliśmy. Wir haben also nicht gewusst, wir haben gewartet. Gewartet. Wir waren nicht zur Arbeit weitergegangen, sondern wir sollten im Lager bleiben. Und w Lagerze ta cała dwudziestka przez 3 dni ciągnęła ten wielki walec. Das war eine schwere Arbeit.
Also von diesen drei Tage lang haben wir, also diese 20 Personen, waren wir im Lager, sind wir im Lager geblieben und haben eine schwere Walze gezogen. Das war eine äußerst schwierige Arbeit. 7 października powiedziano nam, że przyjeżdża transport radzieckich jeńców wojennych. Am 7. Oktober hat man uns gesagt, dass ein Transport von den sowjetischen Kriegsgefangenen ankommen wird. Wieczorem już było ciemno, mogło być koło godziny 8, 9, 7 października. Am Abend, es war schon dunkel, es könnte so 8, 9 Uhr abends gewesen sein, also am 7. Oktober. Wywołano nas z bloku 24. Wurden wir aus dem Block 24 gerufen. I poszliśmy na dworzec kolejowy. Und wir sind zum Bahnhof gegangen. Es war schon ein Zug. Wir wussten nicht, wer da drin ist. Dann sind die Türe aufgemacht und wir haben diese elende, verhungerte Kriegsgefangene im Wagen gesehen. Potem powiedziano nam, że my mamy tłumaczyć te zarządzenia, diese Anordnungen. Dann hat man uns gesagt, dass wir diese Anordnungen übersetzen sollen. Also, więc my mieliśmy ogłosić im, że mają się ustawić w piątki. Wir sollten ihnen also sagen, dass sie sich zu fünft aufstellen müssen. Następnie były ustawione kotły z zupą. Und dann standen dort Kessel mit Suppe daneben. Ja, ci więźniowie, ci jeńcy wojenni mieli się ustawić w szeregu przed każdym z tych kotłów. Diese sowjetischen Kriegsgefangenen mussten sich in einer Reihe vor jedem dieser Kessel aufstellen. Ja, bei jedem Kessel waren zwei Kapos. Jeden nabierał chochlą i nalewał im do miski zupę. Der eine Kapo hat mit einem Suppenlöffel die Suppe geschöpft und den Kriegsgefangenen gegossen. Und der andere war mit einem Knüppel, z takim knyplem siedział i każdego, kto tę zupę dostał, popędzał. Und der andere hat einen Knüppel in der Hand und jeder, der gerade eine Suppe bekommen hat, den hat mit diesem Knüppel dann weitergetrieben. Zdaje mi się, jak sobie przypominam, to było wieczór, że oni byli oświetleni, także światło padało im w oczy i nie wiedzieli, że po otrzymaniu zupy jest takie obniżenie, jak gdyby. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber es war dunkel und ich glaube, das Licht fiel ihnen direkt in die Augen, so dass sie geblendet waren und nicht gesehen haben, dass unmittelbar, nachdem sie die Suppe bekommen haben und weitergingen, dass da eine Böschung war, eine kleine Böschung, dass sie heruntergingen. Ja. I gdy ten dostał zupę i był, nie widział dalej, gdzie on idzie, bo było ciemno i dostał od tego kapy knyplem, tak. No, większość prawie upadała. Także so, dass jeder, der gerade eine Suppe bekommen hat und geblendet wurde und in dem Augenblick mit dem Knüppel von dem Capo 1 gekriegt hat, der also auf den Boden fiel. Ja. Nachher sind die zum Lager geführt i umieszczono ich w części lagru, tego Stammlagru. Wydzielone były, zdaje mi się, 9. Und sie wurden in einem Teil vom Lager untergebracht. Ich glaube, das waren 9 Baracken, die dafür bestimmt wurden. Ja. No i oni tam już mieszkali. Ściągnięto im ubrania. Und sie haben eben dort gewohnt. Tak. Man hat ihnen die Kleidung abgenommen. Wahrscheinlich zum Entlösung. Ja, potem następnych dni przychodziły dalsze transporty. In den weiteren Tagen kamen weitere Transporte an. Myśmy mieli spisywać ich personalia, prawda, do kart. Wir sollten die Personalien von diesen Menschen aufnehmen. Auf die Karten aufnehmen. Tak, tych jeńców przyszło beinahe 12.000. Niecałe. Von diesen Häftlingen sind ungefähr, also nicht ganz, aber ungefähr 12.000 Personen angekommen. Wir also zu 20 waren in einer Stube am 24. Block und waren die Karten geschrieben. Naszym Kommandoführerem
był naszym komandofiurerem tej grupy. Był ten sam komandofiurer, który kierował grupą Aufnahmekommando im Stammlager. Unser Kommandoführer war der gleiche, der im Stammlager die Aufnahme, das Aufnahmekommando geleitet hat. Jawohl. I to był właśnie Hans Stark, Scharführer Stark. Und das war eben der Scharführer Stark. Und woher haben Sie das erfahren? Skąd pan się o tym dowiedział? Seine Name war uns bekannt. Wir wussten, dass es Hans Stark heißt, weil wir es waren viele meine Kollegen in Aufnahmekommando und zwar der Angeklagte Stark kennt sie ganz gut. Das war Wonsowicz, Smolej, Trębaczowski, Schubert. Es waren Pfadfinder, die haben mich gekannt. Das waren meine Bekannten schon vorher. Ja, ich habe sie manchmal besucht. Also darum kannte ich den Hans Stark. Und warum sind Sie eigentlich in das Lager gekommen nach Auschwitz? Kann ich auch polnisch. Kiedy wojna rozpoczęła, kiedy wojna zakończyła się w Polsce, als der Krieg in Polen zu Ende ging, szkoły średnie i tak jak i szkoły wyższe były zamknięte. Wurden die höheren und die Hochschulen geschlossen. Und die Mittelschulen. Also höhere Schulen ja, höhere und die Hochschulen ja. Geschlossen. Wie ich war nicht nach Hause gekommen, dort wo ich früher meine Volkshochschule geführt hatte, es war gefährlich, nur bin ich zu meiner Geburtsortschaft gegangen, wo meine Schwester wohnte und wo auch damals meine Frau mit meiner Tochter wohnte. Also ich, meine Frau und ein Wonsowicz, der ist gut bekannt dem Hans Stark. Wir waren zusammen dort und i myśmy się zastanawiali, co mamy zrobić. Przecież z tej młodzieży, która nie pójdzie do szkoły średniej, bo można było uczyć się tylko 4 lata. Und wir haben überlegt, was wir tun sollen mit dieser Jugend, weil die Jugend, die hatten ja keine höheren Schulen, sie durften nur 4 Jahre lernen, nur 4 Jahre lang. Z ograniczonym programem. Und zwar mit einem beschränkten Programm. Rechnen und lesen. Also i wtedy z tym właśnie Wonsowiczem postanowiliśmy prowadzić naukę geheim. Wir haben also damals mit diesem Wonsowicz eben beschlossen, dass wir im Geheimen doch weiter die Ausbildung führen sollen. Wir waren auch Pfadfindermeister. Ich bin Pfadfinder seit 1910 und ganzes Leben hindurch war ich auch in dieser War das der Grund, weshalb Sie nachher verhaftet worden sind, weil Sie insgeheim diese Schule weitergeführt haben? I to była przyczyna, że pan został aresztowany, że pan potajemną szkołę. Ja, das war die Grundsache. Ja, wir waren erwischt mit dem Wonsowicz, mit dem Szymański und ich. Ja, nun sind Sie also zur Aufnahmeabteilung gekommen und hatten diese 12.000 Kriegsgefangene in Karteien aufzunehmen. Und das dauerte, październik, listopad, grudzień. Das dauerte Oktober, November, Dezember lang. Ich war auch zufrieden, dass Stark damals wie ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, habe ich meinen Kollegen, auch dem Wonsowicz, habe ich gesagt, Gott sei Dank, dass ein anständiger Mann, vom Aussicht war es ja, ganz anständig und auch sympathisch sogar, dass wir einen solchen Kommandoführer haben. Früher hatten wir als Kommandoführer Hauptscharführer Moll in Gärtnerei. Der war ein schrecklicher Mensch. Und da ist ein anständiger, junger Mann gekommen. Also wir waren froh. Aber nachher, wie wir diese Kriegsgefangene eingeschrieben haben, es ist manchmal oft Stark in diese Stube reingekommen und hat mit einer Peitsche diese Kriegsgefangene geschlagen. Ja, das war schrecklich für uns. Für mich als Lehrer war es eine traurige Enttäuschung, wissen Sie, dass ein junger Mann
ein hübscher Mann, sowas treibt. Ja. Haben Sie dabei auch festgestellt, dass er Leute getötet hat? Nein, ich habe nicht gesehen. Nein. Wissen Sie, ob er sich an der Tötung von Kriegsgefangenen beteiligt hat oder haben Sie das gehört? Ich habe einmal mit meinem Kollegen, der in Aufnahmekommando arbeitete, darüber gesprochen. Ich habe nämlich gesagt, wie ist es möglich, dass der Stark, so anständiger Mensch, in einem SS dienen ist, ja, kann. Und er hat mir geantwortet, ja, die Schlägerei, das ist nicht noch das Schlimmste, was er tut. Mehr hat mir nicht gesagt. Hm. Herr Reichsanwalt Ormond, Sie hatten diesen Zeugen benannt. Herr Zeuge, Sie waren in der Strafkompanie gewesen und Sie haben darüber ja auch einen Bericht geschrieben. Jawohl. Würden Sie uns bitte eine zusammengefasste Schilderung Ihrer Erlebnisse. Herr Rechtsanwalt Ormond, das geht aber über den Beweisantrag weit hinaus. Was der Zeuge geschrieben hat über die Zustände in der Strafkompanie, betreffen allenfalls Moll, aber Stark nicht. Aber es betrifft noch einen anderen. Wen? Baretzky. Na dann bitte erzählen Sie das, ja, was Sie von ihm wissen. Also mit Stark sind mit Stark habe ich also beendet. Ja, also ich wollte Ihnen nur Folgendes noch vorhalten. Der Herr Rechtsanwalt Ormond hat behauptet, Sie könnten bekunden, dass Stark an den Massentötungen der russischen Kriegsgefangenen im Russenlager maßgeblich beteiligt war. Können Sie das übersetzen? Ja. Świat, pan rozumie to, co ja powiecie, to mam przetłumaczyć. Powód cywilny podał pana na świadka dla stwierdzenia okoliczności, że oskarżony Stark brał w dużym stopniu udział w mordowaniu jeńców radzieckich w obozie. Tak. Czy może pan coś zeznać na ten temat? Sam osobiście nie widziałem go, żeby kogoś zabijał. Ich persönlich habe nicht gesehen, dass er jemanden getötet hat. Ja. Und Sie haben dann gesagt, ein Kamerad von Ihnen hätte gesagt, die Schlägerei in dem Russenlager ist nicht alles, was Stark getan hat. Ja. Sonst wüssten Sie nichts von ihm. Sonst nichts. Nichts. Also dann ist gut. Dann möchte ich eine Frage. Ja. Oh, verzeihen. Ja, bitte, wenn Sie wollen. Ja. Herr Zeuge, ist es richtig, dass Stark die Lage der Häftlinge durch die Art, wie er sie behandelt hat, erheblich verschlechtert hat? Beweisthema gar nichts zu tun. Außerdem ist es eine Suggestivfrage. Nun ja. Ganz allgemeine Frage. Ich kann Punkt für Punkt fragen, wenn Ihnen das lieber ist. Ja. Ist es richtig, dass die russischen Kriegsgefangenen völlig unzureichend bekleidet und verpflegt waren? Czy prawdą jest, że więźniowie radzieccy byli w zupełnie niewystarczający sposób ubrani i odżywiani? W czasie spisywania niektórzy dwa tygodnie, niektórzy nawet trzy tygodnie byli zupełnie nago. I wtedy, während der Aufnahme waren etliche von diesen Kriegsgefangenen zwei, manchmal drei Wochen lang vollkommen nackt gewesen. Nicht etliche, alle. Alle vollkommen nackt gewesen. Nackt. Und nachher haben die erst die Anzüge bekommen. Ist es richtig, dass Stark für die Aufnahme der russischen Kriegsgefangenen die Unterbringung, Verpflegung, Bekleidung verantwortlich war? Das weiß ich nicht. Wer verantwortlich war, genau was, weiß ich nicht. Aber ich meine, meiner Meinung nach, war er ja ziemlich odpowiedzialny był także trochę. Er war natürlich etwas verantwortlich. Wer hat angeordnet gehabt, dass die russischen Kriegsgefangenen wochenlang völlig nackt im Lager sein. Kto zarządził, że więźniowie radzieccy tygodniami byli nadzy? Tego nie wiem. Das weiß ich nicht. Wer hat angeordnet, dass die russischen Kriegsgefangenen nur einen Teil der Normalverpflegungsrationen der übrigen Häftlinge bekamen? Kto zarządził, że więźniowie radzieccy otrzymywali tylko część przydziału jedzeniowego w obozie? Także tego nie wiem. Das weiß ich ebenfalls nicht.
Welche Beobachtungen haben Sie, abgesehen von den Schlägen, die Stark den russischen Kriegsgefangenen erteilt hat, über sein Verhalten ihnen gegenüber gemacht? Jakie pan robił jeszcze spostrzeżenia na temat zachowania się Starka w stosunku do więźniów radzieckich, poza tym, co pan ihnen groß oder klein geschrieben? Wir waren ihnen klein geschrieben, den Kriegsgefangenen gegenüber. Die Frage ist doch beantwortet. Myśmy byli zawsze... Nebenkläger für ein besonderes Interesse an der Sache hat, ist doch in der Beziehung überhaupt nicht Verfahrensbeteiligter. Die Nebenklage ist doch nicht konkret aus den Gründen, dass irgendein russischer Angehöriger eines dort Getöteten hier Nebenkläger wäre. Nun, aber Herr Rechtsanwalt, wenn ich nicht irre, ist der Rechtsanwalt Ormond... Er ist gegen Stark zugelassen. ...zugelassen gegen Stark. Und wenn aber nicht er wegen der Fragen Tötung von gefangen. Bezüglich der Persönlichkeit des Angeklagten ja, gut, ich meine, aber sind Sie durchaus berechtigt. Ja. Haben Sie Gelegenheit gehabt, sich mit dem Angeklagten Stark einmal zu unterhalten? Wusste er, dass Sie Lehrer waren? Nein. Die erste Frage war nein. Ja? Und die zweite? Ich werde Ihnen noch was sagen. Hans Stark erinnert sich vielleicht, ich habe mit ihm persönlich niemals gesprochen. An einem Tag, ich erinnere mir auch genau den Tag, z pewnych powodów. Aus bestimmten Gründen. Przyszedł do mnie z Aufnahmekommando jeden Kollege. Es kam zu mir ein Kamerad von dem Aufnahmekommando. Gekommen i powiedział tak, ty jesteś nauczyciel gimnazjalny. Und er sagte, du bist ein Gymnasiallehrer. Ja. Ich habe gesagt, ja. Jest możliwość taka, że Stark przygotowuje się do egzaminu maturycznego. Es besteht eine Möglichkeit. Der Stark bereitet sich für eine Reifeprüfung vor. Potrzebuje pomocy ze strony właśnie to nauczyciela gimnazjalnego. Er braucht Hilfe eben seitens eines Gymnasiallehrers. Also, willst du das tun? To byłaby dla mnie doskonała okoliczność. Das wäre für mich eine ausgezeichnete Angelegenheit. Objąć to stanowisko. Diesen Posten zu übernehmen. Dlatego, że mógłbym dostać lekką pracę. Ich hätte dann eine leichte Arbeit bekommen. I mógłbym na lepszy blok pójść. Und ich hätte dann auf einen besseren Block gehen können. Aber ich war damals unter dem Dach. Ja byłem wtedy pod dachem, nam było ciepło i myśmy jako pisarze mieli dobrą robotę. Ich war also unter dem Dach untergebracht und als Schreiber hatten wir eine gute Arbeit. To było na bloku 24, nasza sztuba, ta gdzieśmy spisywali. Unsere Stube, wo wir diese Aufnahme gemacht haben, befand sich auf dem Block 24. Kiedy komanda wracali z pracy, maszerowali przed naszymi oknami. Als die Kommandos von der Arbeit zurückkamen, da marschierten sie an unseren Fenstern vorbei. Und ich habe gesehen, ja widziałem, wie mein Freund und mein Kollege, der mit mir die Fahrtwirtschaft geführt hatte und mit mir auch verhaftet wurde, war noch in Gärtnereikommando. Und durchs Fenster habe ich gesehen, dass kaum die Füße schleppt. War schon mager, war schon, już do komina się nadawał. Er war gerade für den Schornstein bereit. Also ich habe dem Rajewski ist heute Universitätsprofessor in Warschau. Der war in Aufnahmekommando. Ich habe ihm geantwortet, ja, wissen Sie, ich bin jetzt ruhig, ich habe leichte Arbeit, aber mein Kollege, der ist auch ein Gymnasialprofessor, Wonsowicz, der ist schon schwach, vermagert, verhungert und ist besser als ich als Korrepetitor. Das war wirklich so. War besser als ich. Ich bin Historiker und der ist Mathematiker und Physiker. Also der wird besser. Und Rajewski, dieser Professor Rajewski, hat mir gesagt, ja, aber das ist nicht möglich, weil ich gleich den Nummer haben muss. Ja,
Ich habe seine Nummer auswendig, ich kann, habe ich gesagt, 20.035. Er hat sich die Nummer aufgeschrieben. Der Wonsowitsch war vom Gärtnerei ausgezogen und die ganze Zeit hindurch im Lager beim Kommando vom Hans Stark gearbeitet. Er hat ihm auch wahrscheinlich zum Examen geholfen. Ist noch eine Frage. Sie haben vorhin dem Herrn Vorsitzenden gesagt, wie Sie sich Kollegen gegenüber enttäuscht gezeigt haben, dass ein gut aussehender, intelligenter junger Mann sich so benimmt wie Stark. Sie hätten die Antwort darauf bekommen, das ist noch nicht das Schlimmste. Haben Sie sich nach Einzelheiten erkundigt? Pan wyraził się w stosunku tak. do swojego kolegi, że pan zdziwiony jest, że taki dobrze wyglądający, przyjemnie wyglądający, inteligentny chłopak, że tak się zachowuje. To on powiedział, nie, to, że bije, to jest jeszcze nie wszystko, są gorsze tak. rzeczy. Czy pan dalej się pytał na temat szczegółów, nie, co on miał na myśli? Ja się nie pytałem dalej, ale myśmy jedno mieli na myśli, to znaczy jedno się rozumieli. Ich habe nicht weiter gefragt, aber wir haben das Gleiche gedacht. Wir haben uns verstanden. Noch eine Frage. Herr Zeuge, Sie waren in Block 11 gewesen. Ja. Ist dort einmal die Prügelstrafe an Ihnen vollzogen worden? Czy pan otrzymał tam karę chłosty? Ja, 35. Wer hat das getan? Bitte schildern Sie. Blockführer. Wenden Sie sich bitte dem Gericht. Blockführer. Also ich werde noch mal etwas erzählen. Wie wir schon mit den russischen Kriegsgefangenen fertig waren, mit den Karteien, ich erinnere mich genau Datum, weil ich habe Unglück immer gehabt, am 13. etwas Schlechtes zu überleben. Ich erinnere mich, das war am 13. Jänner 1942. Es ist mittags ungefähr. In unserer Stube, wo wir geschrieben haben, der Lagerführer Fritz reingegangen. Und der schrie, ach, was macht ihr da, ihr Schweinehunde? Da ist unser Vorarbeiter, hat aufgestanden und hat gemeldet, no, wir schreiben jetzt die Totenkarten von russischen Gefangenen. Wieso, hat er geschrien, die sind schon längst tot und ihr sitzt dort da. Sie, in einer Stunde werde ich sie nicht mehr hier sehen. In einer Stunde sollten wir Schluss mit dem machen. Er hatte nicht recht, es waren nicht alle gestorben. Es, meiner Meinung nach, es war ein Drittel noch beim Leben geblieben oder mehr als ein Drittel. Also der Vorarbeiter ist gleich nach vorne zum Stark gelaufen und hat ihm das gemeldet. Stark ist gleich hierher gekommen, wir haben alle Papiere in die Schränke eingepackt und wir alle, diese 20 Mann oder 19, sind wir zur Betonkolonne geschickt. Also seit jetzt arbeiteten wir in Betonkolonne. Das war nicht schlecht, weil das war auch unter dem Dach. Ja, nun sind Sie damals dann verhaftet worden, weil da draußen in einem anderen Kommando Brot abgegeben worden ist, nicht? Czy pan został wtedy zaresztowany, dlatego że tam w innym komandzie komuś chleb, ktoś komuś chleb podał? Oh, ja, ich werde im Vermessungskommando. Dann sind Sie in den Bunker gekommen. Ja. Und wie Sie nun in den Bunker hineingehen wollten, wen haben Sie da getroffen? Erzählen Sie jetzt, das möchte der Rechtsanwalt wissen. Do bunkru, to kogo pan tam spostrzegł? Tam było, z nami wszedł razem do Blockführerstube, wszedł razem Aumeier. Mit uns zusammen auf die Blockführerstube kam der Aumeier. Aber ich will noch das noch am Anfang. Ja, ich möchte das vom Anfang an erzählen. Ich war nachher in einer Meliorationenkommando, habe gearbeitet. Wir sind zu vier Häftlinge und zwei SS-Männer mit uns circa 5 oder 6 Kilometer vom Lager eine Vermessungsarbeit, 4 Meliorationen gemacht. Das war vom
od przystanku kolejowego Brzeszcze w stronę Wisły przez las. Das war von der Station Eisenbahnstation Brzeszcze Richtung Wald. Richtung Wald. Wald wie Weichsel entlang. Weichsel, Weichsel entlang. Przez las. Durch den Wald. I wtedy no oczywiście głód straszny, bo głód skończył się ten najstraszniejszy. Wir hatten natürlich einen furchtbaren Hunger. Da ist eine Dame, eine Frau, eine Dame vorübergegangen, vorbeigegangen. Ona szła powoli. Sie myśmy ging ganz langsam. Sam, z daleka widzieliśmy i wtedy zawsze przychodziła nadzieja, że może coś do zjedzenia się. Wir haben sie von weit beobachtet und dann hatten wir immer einen Hoffnungsschimmer, vielleicht bekommen wir etwas zum Essen. Kiedy ta pani przeszła, położyła, zauważyła ten moment, kiedy obydwaj SS-mani byli w tamtą stronę odwróceni. Als diese Dame vorbeigegangen ist, hat sie den Moment erwischt, an dem die beiden SS-Männer von ihr gedreht war, fortgeguckt haben. Und den kleinen i ten mały pakiet położyła pod drzewem. Und sie legte am Baum ein kleines Päckchen. Ten, który był najbliżej tego drzewa, ten pakiet podjął i schował go tu za koszulę. Derjenige, der am nächsten zu dem Baum stand, hob das Päckchen auf und legte sich hinter das Hemd. W tym momencie, kiedy on kładł ten pakiet, tutaj odwrócił się SS-man. In dem Augenblick, in dem das versteckte, drehte sich der SS-man um. I przyszedł do niego i wyciągnął kam go. Auf ihn zu und nahm das raus. Otwarł pakiet. Er öffnete es. I było parę kawałków chleba i jedna paczuszka papierosów. Es war dort ein paar Scheiben Brot und ein Päckchen Zigaretten. Wtedy oczywiście przywołał drugiego SS-mana. Er hat dann daraufhin den zweiten SS-mann gerufen. Kleli, przeklinali, prawda, Hamgeschimpft. Sie haben gefluchtet und geschimpft. I przypuszczali, że to ta pani, która poszła, że to zostawiła. Und sie haben angenommen, dass diese Dame, die vorbeiging, das Päckchen zurückgelassen hat. Haben gepfiffen und die Dame zurück. Die ist zurückgekommen. Myśmy te Geräte wszystkie panie pozbierali. Oni kleli. Wir haben unsere Geräte zusammengepackt. Sie haben geflucht und geschimpft. Ja, und mit der Frau haben i z tą panią popędzili. Und mit der Frau zusammen haben die uns geführt zum Lager zurück. Das war ungefähr die Schwester eines ihrer Mitgefangenen. Ja, damals, wtedy ja nie wiedziałem, że to jest siostra jednego z tych kolegów. Ich habe damals nicht gewusst, dass die Schwester eines von meinen Kameraden gewesen ist. Und wie wir vor dem 11. Block standen, dann hat mir leise gesagt, das war meine Schwester. Ja. Und da war nun Aumeier am Block 11? Ja, gdyśmy przyszli przed Block 11. Aha, przyprowadzono nas na Wachstube. Wir sind zuerst mal auf die Wachstube gekommen. Und als wir auf den Block 11 mit den zwei SS-Männern, mit der Frau und wir zu vierę. I ten Wachmann pytał się, coś my przeskrobali. Der Wachmann hat gefragt, was wir verbrochen haben. Ten SS-man powiedział bardzo kiepską niemczyzną. Der SS-man hat in einem sehr schlechten Deutsch geantwortet, że ta pani podłożyła nam chleb. Dass diese Dame uns das Brot hingelegt hat. Ten Wachmann, to był Scharführer, jakieś nazwiska nie znam. Der Wachmann, das war ein Scharführer, ich kenne seinen Namen nicht. Wysoki, barczysty człowiek. Ein großer, stark gebaut, breitschultriger Mann. Hat gefragt, ob war es nichts, czy więcej nic nie było, tylko chleb. Ob da nicht anders gewesen sei, nur das Brot. Der SS-Mann hat gesagt, nein, nur Brot, nur das, der Paket. Wtedy ten Wachmann, takie miałem wrażenie, że był zły na tego SS-Mana, że on tą panią prowadzi 6 kilometrów. Ich hatte den Eindruck, dass der Wachmann auf den SS-Mann böse gewesen ist, dass diese Dame 6 Kilometer lang mitschleppt und hingebracht hat wegen dem bisschen. Ja. On jednak tej swojej złości nie mógł na nich wyładować, więc wyładował na nas. Er konnte aber seine Wut nicht auf die SS-Männer wieder zurück abreagieren, sondern auf uns. Wykopał nas na korytarz. Er hat uns auf den Korridor mit Tritten herausgeworfen. Ja. I ustawili nas koło ściany parę kroków jeden od drugiego. Und man stellte uns an der Wand, so ein paar Schritte voneinander entfernt.
Staliśmy bardzo długo, może ze dwie godziny. Wir standen sehr lange, vielleicht zwei Stunden lang. Ktokolwiek z SS-manów przechodził, my nie wiedzieli, kto to jest, bośmy przy ścianie. Wenn einer von den SS-Männern vorbeiging, wussten wir nicht, wer das war, weil wir doch mit dem Gesicht zur Wand standen. Popychał naszą głowę do ściany, także nam krew z nosa każdemu. Der hat uns mit dem Gesicht an die Wand gedrückt, so dass bei uns die Nasen bluteten. Ja, die Folge davon war, dass sie nachher von Aumeier die 35 Stockhiebe bekommen haben. I skutek był taki, że pan potem otrzymał 25 uderzeń od Aumeiera. Ja, potem nas zaprowadzono na blok 11. Später wurden wir auf den Block 11 geführt. Bevor wir in den Block reingegangen waren, ist der Aumeier vom Frauenlager, damals diese 10 Blocks waren für Frauen, ja, ausgetreten und hat den SS-Mann, ich weiß nicht, was für ein SS-Mann war, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, hat gefragt, was haben Sie... Was ist los mit denen, ja? Ja, ja. Und der hat gesagt, no, die waren im Feld. Und, ja. Haben, ja. Und von welchem Kommando sind die, hat der Aumeier gefragt. Ah, von Meliorationen. Also, die sind von Reinicke, Kurt Reinicke. Ja. Ach, der war böse. On bardzo nie lubił tego Reinickego. To był cywilny kierownik robót melioracyjnych. Er war sehr böse mit dem Reinicke. Das war Leiter des Meliorationskommandos. War das auch ein SS-Mann oder nein. Ein Häftling? Zivilingenieur. Ein Zivilist, ein Ingenieur. Er war Direktor einer Mittelschule, Meliorationsschule in Eger. To był bardzo dobry człowiek. Das war ein sehr guter Mensch. On nam bardzo dużo pomagał. Er hat uns sehr viel geholfen. On był dlatego na bakier z Aumeierem. Und er war darum mit dem Aumeier nicht gut zusammen. On raz, na przykład, myśmy się mu skarżyli, poskarżyliśmy się Reinickiemu, że w nocy budzi nas blokowy i robi z nami gimnastykę. Wir haben uns einmal beim Reinicke darüber beklagt, dass der Blockälteste uns nachts weckt und mit uns die Gymnastik, den Sport treibt. Also wollte uns helfen und hat das dem Aumeier gesagt. Und i dlatego, gdyśmy się poskarżyli, tośmy jedną niedzielę, datum także pamiętam, 26 kwietnia 42. Od rana do południa, do obiadu mieliśmy gimnastykę, tak zwaną gimnastykę, Hüpfenrollen, Od rana do południa. Und nachdem er uns also bei dem Reinicke beklagt haben und er das weitergemeldet hatten, da haben wir an einem Tag, an einem bestimmten Tag, ich kann mich sehr gut an das Datum erinnern, das war der 26. April 1942, da haben wir von frühmorgens bis Mittag den Sport treiben müssen. Trzech przy tym sporcie zostało, mam wrażenie, już nie wrócili więcej. Drei von uns blieben liegen dabei, also sie kamen auch nicht zurück. Ich bin der Meinung, dass sie gestorben sind. Tak, also jetzt sind wir vor dem 11. Block und wir warteten, bis Tor aufgemacht wird. Da ist der Aumeier gekommen, hat gefragt, ach, die Hunde sind vom Reinicke und hat uns Schlagen angefangen. Wir wussten, dass er zufrieden war, wenn der Geschlagene niederfiel. Also ein nach dem anderen wir uns angefangen zu Ohrfeige geben, haben wir gefallen. Er war zufrieden. Dann sind wir ins Block, jeder in eine andere Zelle. Ja. Dort wurden wir zwei Wochen. Am 27. Mai 1942 haben wir im Bunker, es war im Bunker, unten im 11. Block, am 27. haben wir im Hof vom 11. Block eine Schießerei gehört. Und wir zählten. Wir waren dann... Vor ein paar Tagen ist noch ein anderer, nicht von unseren Vierer, sondern ein anderer, auch in meiner Zelle, ein junger Mann. Wir haben gezählt, wie viel Erschießungen. Also jede vier. Und der Blockälteste, auch ein Häftling, hat jedes Mal so vorgesagt,
Za zamordowanie szefa lotnictwa niemieckiego w Krakowie zostajecie rozstrzelani. Und der hat jedes Mal gesagt, für die Ermordung des Leiters der Luftwaffe, der deutschen Luftwaffe in, wo, in Krakau werdet ihr jetzt erschossen. Jakbyśmy się potem dowiedzieli, to nie był żaden szef jakiegoś lotnictwa, jakaś pomniejsza figura, która w Kłótni gdzieś tam zginęła. Wie wir später erfahren waren, haben, da handelt es sich nicht irgendein Chef der deutschen Luftwaffe, sondern irgendeine kleine Persönlichkeit, die während einer Schlägerei oder Krachs ermordet wurde. Herr Rechtsanwalt, wollen Sie nicht Ihre Fragen weiterstellen? Ja. Sonst kommen wir zu weit ab vom Thema. Ja? Sie haben vorhin erzählt, Herr Zeuge, dass Sie selbst diese Prügelstrafe bekommen haben und dass ein Blockführer oder der Blockführer ich werde das noch erzählen. Ja. Strafe ja. vollzogen also hat. Sind wir ins Block jetzt? Sind wir in die Blockführerstube reingeführt und der Aumeier ist auch mit uns mitgekommen. Ustawiono ten kozioł do bicia. Ja, man hat den Bock dann zum Schlagen aufgestellt. Po jednej stronie stanął jeden SS-Mann. Auf einer Seite stellte sich ein SS-Mann. Das war der Blockführer. Und a z drugiej strony drugi SS-Mann. Und auf der anderen Seite der zweite SS-Mann. I w obecności Aumeiera zaczęli nas bić. Und in Gegenwart von Aumeier begannen sie uns zu schlagen. Normal, wenn jemand ins Bunker ging, bekam 25. Aber und wie es schon 25 fertig war, haben diese SS-Leute den Aumeier angeguckt und er sagt, weitermach. Und haben noch 10. Es war zusammen, jeder hat 35 gekriegt. Ist noch eine Frage. Ja, ich wollte wissen, welcher Blockführer das war. Der Blockführer vom Strafblock oder Ihr Blockführer, wo Sie untergebracht waren? Chciałbym wiedzieć, co to był za blokführer. Czy to był blokführer wasz, czy z bunkru? Nie, to był blokführer 11. bloku. Das war der Blockführer vom Block 11. Wissen Sie, wie er hieß? Czy pan wie, jak on się nazywał? Schlage. Der war Schlage. Wissen Sie das ganz genau? Ich weiß ganz genau, dass ich weiß, ja, das war Schlage. Und wieso wissen Sie das? Dass der Schlager ist. Skąd pan wie, że on się nazywał Schlager? Ponieważ byłem 3 razy na 11. bloku. Weil ich dreimal auf dem Block 11 gewesen bin. W 43. za ucieczkę byłem w którym roku 1943? Tym czwartym. Im Jahre 1944 war ich 24 Stunden wegen der Flucht dort. In Juni. Das war im Juni. A przed wyjazdem z Oświęcimia byliśmy na 11. bloku, aber nicht im Bunker. Und vor unserer Abreise aus Auschwitz waren wir auch dort, aber nicht im Bunker, sondern tylko na górze, oben, na górze, oben, nur oben. In der Stube. Also Sie haben gar keinen Zweifel, dass es sich bei diesem Blockführer um Schlage gehandelt hat. Nie ma pan żadnej wątpliwości, że w tym wypadku chodzi o Szlagiego. Wtedy, kiedy nas bito, ja tej twarzy sobie nie pamiętam, ale kiedy go drugi raz zobaczyłem, to sobie przypomniałem, że to jest... To damals, jest... als wir geschlagen wurden, da kann ich mich zu der Zeit nicht an sein Gesicht erinnern, aber als ich zum zweiten Mal dort gewesen bin, habe ich ihn erkannt als derjenigen, der damals gewesen ist. Ja, so dass Sie also heute mit Bestimmtheit sagen... Schlager hat sie geschlagen. Ja. Znaczy, że pan dzisiaj może na pewno stał pewność. Tak. Glauben Sie, dass Sie ihn heute wiedererkennen könnten? Czy przypuszcza pan, że może pan go dzisiaj rozpoznać? No, ja mogę, przypuszczam, ja przypuszczam. Ich nehme an. Naja, können wir nachher mal sehen. Noch eine Frage. Wie lange waren Sie im Bunker? Zwei Wochen. Haben Sie in dieser Zeit, abgesehen von der einen Erschießung, von der Sie uns berichtet haben, weitere Exekutionen miterlebt. Czy pan poza tym jednym rozstrzelaniem, o którym pan wspominał, jeszcze widział inne egzekucje?
jednej nocy, to zaraz po naszym aresztowaniu, może jakieś 3-4 dni, jednej nocy słyszeliśmy jakiś hałas na tym. Eine Nacht, das war ungefähr 3-4 Tage, nachdem wir eingeliefert wurden, dann hörten wir so einen Krach dort. Ja. Te drzwi żelazne otwarły się. Die eiserne Tür wurde geöffnet. I kogoś wprowadzono do jednej z cel. Und irgendjemand wurde in eine der Zellen hineingeführt. Jeden z, w nocy, kiedy była cisza, to otwierało się ten wiernik taki w drzwiach i nawzajem Häftlinge w bunkrze porozumiewali się. Also in der Nacht, als es still war, da hat man diese Kuckloch geöffnet und die Häftlinge haben untereinander dann gesprochen, ja. In Verbindung getreten. Pytaliśmy się, czy ktoś widział, kto to przechodził. Wir haben gefragt, ob jemand gesehen hat, wer gerade vorbeigegangen ist. I wtedy odpowiedziano nam z jednych drzwi, że naprzeciw zostały osadzone, przyprowadzone i osadzone w bunkrze dwie panie. Und da hat man uns von einer aus einer der Zellen geantwortet, dass gegenüber in eine Zelle Frauen, also Damen geführt wurden. Ja. Zwei Damen geführt wurden. Po jakimś czasie znowu się drzwi otwarły i ten sam, który naprzeciw miał ten wiernik, zobaczył, że wyprowadzono je na podwórze 11 bloku. Nach einer Weile wurde die Tür wieder geöffnet und derjenige, der gegenüber war, ja? Hat berichtet, dass diese beiden auf den Hof des Blocks 11 geführt wurden. Wissen Sie, wer sie dort erschossen hat? Pan wie kto te kobiety rozstrzelał? Nie wiem. Ich weiß es nicht. Haben Sie eine Bunkerentleerung mitgemacht? Czypan, wissen Sie, was eine Bunkerentleerung ist? Pan przeżył kiedykolwiek w bunkrze wypróżnienie bunkru, tak zwane? No, to było 27 maja 1942. Das war am 27. Mai 1942. Und schauen Sie, jak już w tych 168, jakbyśmy naliczyli, rozstrzelano, to była przerwa obiadowa. Und als man diese 168 Personen erschossen hat, da war die Mittagspause. Nach der Mittagspause wywołano nas 20. Nach der Mittagspause wurden wir 20 aufgerufen. Na podwórze 11 bloku. Und zwar auf den Hof des Blocks 11. I ustawiono nas przed tym ekranem, ścianą śmierci. Und wir wurden dort an der schwarzen Wand aufgestellt. Tam czekaliśmy długo, może półtorej godziny, tak gdzieś do dwóch godzin. Dort haben wir lange gewartet, so anderthalb bis zwei Stunden. My byliśmy przekonani, że ta masakra przedpołudniowa dalej będzie prowadzona. Wir waren überzeugt, dass diese Massaker vor dem Mittagessen weiter fortgesetzt wird. To było 27 maja 42. Das war am 27. Mai 1942. Kiedy po jakichś półtorej, może dwóch godzinach drzwi bloku, te środkowe drzwi bloku otwarły się, przyszedł, myśmy myśleli, że przyjdzie znowu Palicz, Grabner, Aumeier i że dalej będzie masakra. Als nach anderthalb bis zwei Stunden die mittlere Tür geöffnet wurde, haben wir erwartet, dass Palic oder Grabner oder Aumeier kommt und dass diese Gemetzel weitergeht. Myśmy byli zwróceni do tej ściany, nie wiedzieli, wir kto idzie. Standen doch mit Gesicht zur Wand, wir konnten nicht sehen, wer kommt. Ale nie, przyszedł tylko pisarz blokowy. Es kam aber nur der Blockschreiber. Jakiś SS-man, już und nie pamiętam. Irgendein SS-man, ich erinnere mich jetzt nicht, wer oni das war. Sprawdzili nasze numery. Sie haben unsere Nummer geprüft. Und abgegangen, a myśmy wrócili z powrotem do bunkra. Und wir kehrten zurück in den Bunker. Na drugi dzień rano wywołano. Am nächsten Tag, morgen. Wywołano tych samych 20 häftlingów. Hat man wieder die gleichen 20 Häftlinge aufgerufen? Zaprowadzono nas do Hauptschreibstube. Man hat uns auf die Hauptschreibstube geführt. Dort, tam czekaliśmy jakąś godzinę, może dwie. Dort haben wir vielleicht eine Stunde, zwei Stunden gewartet. Ja, und dann kamen die Strafkompanie. Sie wollten wissen, ob Bunkerselektionen in Gegenwart des Zeugen vorgenommen worden sind. Er hat uns nur die eine da genannt vom 27. Mai 1942. Wissen Sie, wer an dieser Aktion beteiligt war von der SS?
Nein, wir haben nicht gesehen, myśmy tego nie widzieli, wir haben das nicht gesehen, wir saßen doch im Bunker. I nawet nie wiem, kto to robił. Und ich weiß sogar nicht, wer Aber das gemacht hat. Ich werde Ihnen was sagen. Bei der Schießerei, es haben sich gesessen, od tego bunkra, gdzie ja siedziałem, była taka, no taka, to, do okna szło, ale to okno było zasłonięte blachą. To aus, było diesem, aus diesem Bunker, also dort, wo ich gesessen bin, da war ja ganz dunkel im Bunker, war, das Fenster war zugedeckt. Und niedaleko, a może nawet na tym siedzieli. Co na tym? Tak, na tym wylocie tego okna. Und nicht weit, vielleicht sogar am Fenster direkt, saßen die SS-Männer. I ja poznałem głos Aumayera. Und ich habe die Stimmen erkannt, die Stimmen von Aumayer. Grabnera. Grabner. Schwarz, der Arbeitsdienstführer. I jeszcze był jeden czwarty głos, któregośmy nie znali. Und noch eine andere vierte Stimme, die uns nicht bekannt war. Ja, es ist gut. Keine Frage mehr. Herr Rabe, Herr Dr. Kaul, Herr Rechtsanwalt, Dr. Fertig. Herr Zeuge, Sie sagten, Sie seien insgesamt dreimal im Block 11 gewesen. Wann war das? Pierwszy raz to byłem wtedy, w 42 roku. Das erste Mal, das war im Jahr 1942. Drugi raz w 44 roku w czerwcu. Das zweite Mal 1944 im Juni. Im Juni. A trzeci raz, kiedy w ogóle zlikwidowano nasze komando melioracjonen, to te resztę, zamiast na blok 10, który był blokiem abgangowym, transportowym, to nas wsadzono, wtedy Lagerführer Hessler wsadził naszą czwórkę, nas czterech, Tilebnoch, na blok 11, ale do góry, nie do góry. Und zum dritten Mal, das war damals, als unser Meliorationskommando aufgelöst wurde, da sollten wir eigentlich auf den Block 10 kommen, das war der Abgangsblock, aber wir wurden damals von dem Hössler, wir waren zu viert, die leben übrigens noch, die anderen, in den Bunker gebracht, in den Block, auf den Block 11 gebracht, aber nicht in den Bunker, sondern oben. Das war am 28. Oktober, 44. To było 28 października 44? Nie, 28 października tośmy w ogóle wyjechali do Leitmeritz. Nein, nein, to am było, 28. Oktober 44 sind wir doch nach Leitmeritz gekommen. Aber aus diesem Block vermutlich. Ale z tego bloku byście wyjechali do Leitmeritz? Do Brzezinki, w Brzezince czekaliśmy 3 dni. Zuerst mal nach Birkenau, dort haben wir 3 Tage gewartet. Und dann mit Transport. Noch eine Frage, Herr Dr. Ferdi. Habe ich Sie richtig verstanden, wenn Sie, dass Sie gesagt haben, dass Sie den Blockführer, der Ihnen beim ersten Mal, als Sie im Block 11 waren, also im Jahr 1942, die Schläge verabreicht hat, dass Sie diesen vom Gesicht her nicht mehr in Erinnerung hatten, dass Sie sich aber an ihn beim zweiten Mal, also im Juni 1944, erinnert haben? Das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Da frage ich Sie, wenn Sie diesen Blockführer nicht mehr vom Gesicht her in Erinnerung hatten, wieso konnten Sie dann zum zweiten Mal erkennen, dass es dieser Blockführer war? Es wurde anders ausgedrückt, Herr Doktor. Darf ich wiederholen? Ja. Es war so, beim ersten Mal habe ich das Gesicht mir nicht bemerkt. Zum zweiten Mal habe ich erkannt, dass es sich um den handelt, der zum ersten Mal dabei gewesen ist. Ja, dann stelle ich meine Frage nochmals. Wenn er das Gesicht nicht gemerkt hat, dann konnte er beim zweiten Mal doch nicht sagen, dass es derselbe war, der ihn geschlagen hat. Więc proszę pana, pan powiedział, że za pierwszym razem nie widziałem, drugim razem rozpoznałem, że to był ten, który był pierwszym razem. Jeżeli pan nie zapamiętał twarzy za pierwszym razem, jak pan mógł rozpoznać za drugim razem, że to chodzi o tą samą osobę? Przypomniało mi się, że to jest jednak ten. Pierwszy raz to myśmy byli. Ich habe mich daran erinnert, dass es eben der ist. Ja, pierwszy raz byliśmy, cały dzień byliśmy w tym napięciu, bici, kopani. Das erste Mal, da waren wir den ganzen Tag in dieser großen Spannung. Wir waren geschlagen, wir waren getreten. Ich glaube, es geht jetzt etwas zu weit. Ich möchte, wenn er sagt, er hat sich daran erinnert, dass es der ist, und er sagt andererseits, dass er sich beim ersten Mal an sein Gesicht nicht mehr erinnern konnte, das lässt sich doch nicht erklären. Herr Vorsitzender, das hat der Zeuge vorhin... Ich verstehe nicht, Herr Eismar, so schwer ist das doch gar nicht. Der Mann hat gesagt, zum ersten Mal war mir der Mann fremd. Da habe ich überhaupt ihn nicht gekannt. Und ich habe auch weiter auf sein Gesicht keinen Wert gelegt. Ich habe mir das nicht besonders eingeprägt. Und als ich wieder hinkam,
Da fiel mir ein, das ist ja derselbe, der mich damals geschlagen hat. Ist das so unverständlich? Ja, also mir ist es nicht ganz verständlich. Aber lass mir diese Frage, Herr Zeuge, bleiben Sie dabei, dass es der Blockführer, damalige Blockführer Schlage war, wenn ich Ihnen sage, dass Schlage im Juni 1944 nicht in Block 11 war? Das behauptet er. Ja, es ist behauptet 44 oder meinen Sie 42? Im Juni 1944, also das zweite Mal, als er ihn wieder erkannt haben will. Proszę pana, czy pan obstaje przy swoim twierdzeniu, że pan, jak kiedy pan przyszedł po raz drugi do bunku, że pan rozpoznał tego człowieka, który pana bił za pierwszym razem, jeżeli panu powiem, że Szlagiego w czerwcu 1944 roku, to znaczy kiedy pan był drugi raz, nie było tam ale na bloku. Ale był... koniec września, początek października 1944 roku, przecież był Szlagie. Ja byłem wtedy na bloku 11 i on był blockführerem. Aber es war doch so, dass Ende September und Anfang Oktober 1944, als ich auf dem Block 11 war, da war er Blockführer von Block 11. Ich war damals 3 oder 4 Wochen im 11. Block da oben. Ich war doch Sie sagten doch, Sie seien im Juni 44 im Block 11. Na, auf Scherz. Und im Oktober. Im Oktober. Und im Oktober. Ja. Ja, wann haben Sie ihn denn wiedererkannt? Im Juni oder im Oktober? Kiedy pan go rozpoznał, czy w czerwcu, czy we wrześniu? Ja sobie tego dokładnie. Chyba drugi raz, bo myśmy... To znaczy drugi raz? Proszę pani, w czerwcu... Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, das zweite Mal, als ich dort war. W czerwcu z powodu ucieczki jednego z naszego komanda, ale nie z pracy, tylko on nie poszedł do pracy, został w obozie i uciekł. Ale mimo tego zaprowadzono nas do bunka i jedną noc siedzieliśmy w bunku. Das war nämlich wegen der Flucht eines unserer Kameraden in meinem Arbeitskommando. Herr Zeuge, den Grund möchte ich, der ist hier uninteressant. Darf ich aber trotzdem wieder beenden oder muss ich aufhören? Na, bitte schön, beenden Sie. Ja, ich weiß es nicht, ich frage es ja nur. Ja, bitteschön. Als der geflüchtet ist, das heißt, er blieb zuerst mal im Lager und dann geflüchtet, dann wurden wir für einen Tag in den Bunker gebracht. Ja. Das war im Juni. Das war im Juni. Ja. Noch dann eine letzte Frage, Herr Zeuge. Ist es richtig, dass Sie in den Auschwitz-Heften Nummer 1 über Ihre heutige Schilderung einen ausführlichen Bericht geschrieben haben? Unter dem Titel Ein Tag im Straf. Ich widerspreche dieser Frage. Der Zeuge hat damals keinen Bericht geschrieben über seine heutige Zeugenaussage, sondern hat einen Bericht geschrieben über einen Tag in der Strafkompanie. Über seinen Aufenthalt, sein Erlebnis in der Strafkompanie hat der Zeuge bisher kaum etwas gesagt. Ja, gut, also Herr Zeuge, haben Sie in den Auschwitz-Heften einen Bericht verfasst über Ihre Erlebnisse in Auschwitz? Ja. Proszę świadka, czy... Ja, übersetzen Sie die Frage. Proszę świadka, czy napisał pan w zeszytach oświęcimskich sprawozdanie pod tytułem Jeden dzień w kompanii karnej? Ja. Dieser Bericht bringt eine ziemlich ausführliche Schilderung über das, was Sie zuletzt geschildert haben, nämlich darüber, als Sie diese 35 Stockschläge erhalten haben. Sie haben dort auch alle SS-Männer namentlich aufgeführt, die Sie also namentlich kennen, nämlich Aumeier, Grabner, Palitsch, ich glaube dann noch einen. Schlage, den Blockführer Schlage, haben Sie in diesem Bericht nicht erwähnt. Nein. Können Sie sich das erklären? W pana ówczesnym sprawozdaniu przy wyliczeniu SS-manów obecnych przy tym, kiedy pan otrzymał 35 uderzeń, to znaczy to, co pan opisywał tutaj w swoim zeznaniu, wyliczył pan nazwiskami Grabnera, Palicza, Auera i jeszcze, zdaje się, kogoś innego. Nie wymienił pan jednak Blockführera Schlage. To były głosy. Ja głos Grabnera, Aumeiera i Palicza znałem, a głosu Schlagiego ja nie znałem, bo go nigdy nie słyszałem. Es ging damals um die Stimmen. Und die Stimmen von Aumeier, Grabner, Palicz, die kannte ich. Und die Stimme von Schlage habe ich nicht gehört. Ja, es wäre doch nahegelegen, dass Sie gerade denjenigen in diesem Bericht nennen, der Ihnen damals diese Schläge verabreicht hat. Hat Ihnen später, zu einem späteren Zeitpunkt, also nach dem Kriege, jemand gesagt, dass Blockführer damals Schlage war?
leży blisko przypuszczenie, że Pan wyliczając tych ludzi musiałby wyliczyć tego człowieka, który Pana uderzył. Czy po wojnie już ktoś Panu powiedział, że Blockführerem w ówczesnym czasie był Schlage? Ja w oktobrze, to znaczy kiedy te trzy tygodnie siedziałem, to ja wiedziałem, kto to je, że Schlage jest Blockführerem, ponieważ... Als ich damals im Oktober die drei Wochen dort gewesen bin, da habe ich gewusst, dass Schlage der Blockführer des Blocks ist. Z bloku 11 uciekł Barcikowski, z tej czwórki meliorantów, która była ze mną osadzona na górze. Vom Block 11 flüchtete ein Mann namens Barcikowski. Das war einer von den vier, die mit mir in Melioration... Herr Vorsitzender, ich habe keine Frage mehr. Okay. Diese letzte, das Letztere, das betrifft nicht mehr meine Frage. Ja, Zeuge, Sie haben da in Ihrem Bericht geschrieben, der diensttuende Wärter sah auf die niedergeschlagene Gestalt der jungen Frau und fragte noch einmal, ob kein anderes Vergehen festzustellen sei als die Hinlegung des Brotes. Sie haben uns gesagt, er wäre an für sich böse gewesen, dass die Wächter, diese beiden SS-Männer, die Frau so 6 Kilometer hergeschleppt hätten bis zu dem Block 11. Ja. War das auch Schlage? Proszę pana, czy to pan w swoim sprawozdaniu napisał, że jeden z SS-manów popatrzył na kobiety i zapytał, czy to jest jeszcze, czy to jest to wszystko, co ona zrobiła? Więc dzisiaj pan nam powiedział, że wyglądało tak, że ten Wachmann był zły na SS-mana, że on 6 kilometrów prowadził za sobą tę kobietę z takiej drobnostki. Czy to był również Schlage? Nein. Das war nicht. Ja, gut. Herr Zeuge, wie sah denn der Blockführer Schlage aus? Können Sie ihn mal schildern? Proszę świadka, jak wygląda Blockführer Schlage? Proszę opisać go. No to był blonden, taki trochę ryży blonden. Das war ein blonder Mann, so rötlich blond. Ja, mógł mieć, ja wiem, ze 40 lat. Wie alt mag er gewesen sein, so 40 Jahre alt? Wie groß, groß? Jakiego wzrostu? On, no to był wyżej niż średni. No das war etwas mehr als mittelgroß. Sie haben in Ihrem Artikel in den Auschwitz-Heften geschrieben, diese zwei SS-Männer, die Sie geschlagen hätten, seien starke, mächtig gebaute SS-Männer gewesen. Ist das richtig? Pan napisał w swoim sprawozdaniu, że ci, którzy pana bili, to byli wysocy, mocni, potężni SS-Männer. No, bo bili mocno, prawda? Weil sie ja stark geschlagen haben. Ich habe keine Frage mehr. Danke schön. Ja, bitteschön. Herr Zeuge, Sie haben in dem eben schon mehrfach zitierten Artikel oder Aufsatz unter anderem auf der Seite 97 der Auschwitz-Hefte Nr. 1 geschrieben. Eines Tages, und zwar über die Zeit, als Sie in den Block 11 in der Dunkelzelle saßen, eines Tages wurde von außen durch die Ventilationslücke ein Stückchen Brot in meine Zelle geworfen. Ja. Jemand hatte an die Verurteilten gedacht. Nun überspringe ich einige Sätze. Die Fäden dieser wohltätigen und klugen Aktion führten meistens zu jener Häftlingsgruppe, welche die Aufnahme der ins Lager ankommenden Transporte führte. Und so weiter. Woher glauben Sie, dass diese Gruppe, also die Aufnahmegruppe, das Brot hatte? Jak pan przypuszcza, skąd ta grupa przyjmujących miała chleb? To ja tego nie wiem, ale według mojego głębokiego przekonania ta grupa spowodowała, że ktoś chleb wrzucił do mojej celi. Ja, ich weiß nicht, woher sie das hatten, aber das ist meine tiefe Überzeugung, dass diese Gruppe das hergeführt hat, dass man mir das Brot hereingeworfen hat. Eine zweite Frage. Hat Ihnen Herr Smolen zu irgendeinem Zeitpunkt etwas darüber erzählt, woher er und sein Kommando das Brot und andere Nahrungsmittel bekommen hatte? Czy panu Smolin później kiedykolwiek opowiadał, skąd on i ludzie należący do jego komando mieli chleb i inne środki żywnościowe? Nie mówił. Nein, er hat mir nicht gesagt. Nun, Herr Zeuge, Sie haben vorhin noch den Namen Barecki genannt. Ja. Was wissen Sie von Barecki? I pan mówi po niemiecku.
Nie, ja to, bo to już zawiłe rzeczy. Das ist kompliziert, da spreche ich polnisch. Diese zwei SS-Männer, die uns da mal verhaftet haben, wie will ich von der Dame diese Vermessungskommando, ja. Die haben schlecht Deutsch gesprochen. Ja. Die haben miteinander Rumänisch gesprochen. Ich habe die damals zum ersten Mal gesehen. Die hatten einen anderen Eindruck gemacht, dass sie nicht lange im Lager sind. Man sah das. Wir hatten schon eine Erfahrung, Blick, nicht wahr? Die waren wahrscheinlich nicht lang. Die waren frisch ins Lager als SS gekommen. Die waren unsere Wächter. Bo może gdyby byli dłużej, to może by z powodu tego chleba nas nie wlekli do obozu. Wenn sie nämlich länger im Lager gewesen wären, dann hätten sie uns wegen des Brotes nicht so ins Lager geschleppt. Ja, ich hab, also die waren, die Gesichter, widziałem pierwszy raz te twarze. Die Gesichter habe ich zum ersten Mal gesehen. Kiedy w styczniu lub w lutym tego roku, dieses Jahr, ja chodzę każdego tygodnia do klubu prasy internacjonalnej w Krakowie. Ich gehe jede Woche in den Club der internationalen Presse in Krakau. Und als ich im Januar und Februar dieses Jahres dorthin gegangen bin, da habe ich in einer Zeitung die Fotografien von diesen Angeklagten gesehen und mit Namen. Es war eine Fotografie mit Name Barecki, ein Volksdeutsch, rumänische Volksdeutsche. Und der schien mir ähnlich diesem SS-Mann, der uns damals wegen dieses Brot nach... Abgeführt hat. Schien ihm ähnlich zu sein. Ja. Jetzt bitte machen Sie mal den Vorhang zu. Herr Zeuge, wollen Sie bitte jetzt einmal sehen, wenn die Angeklagten aufgestanden sind, ob sie irgendwo den von Ihnen benannten Schlager, Stark und Barecki wieder erkennen? Ja. Ich bitte Sie mal aufzustehen. Ich werde versuchen. Gehen Sie nur von vorn aus. Mikrofon, bitteschön. Nein, gehen Sie da. Einmal, wie ich schon von der Strafkompanie zurück war, nach einem Jahre, Sie haben mich einmal getroffen im Lager. Sie haben mich gehalten und haben Sie gefragt, du warst im Strafkompanie, nicht wahr? Und ich habe gesagt, ja. Aber ich habe damals Angst gehabt, warum Sie diese Frage mir gestellt hatten. Und ich hatte gedacht, vielleicht lebe ich zu lang im Lager, dass ich schon von Strafkompanie mit Leben rausgegangen bin. Sind Sie nicht? Sie waren doch. Aber Sie waren doch damals Barecki noch im Wachsturmband um diese Zeit, wie das passiert ist. Im Oktober 1942. Ja? Ja? Ist das eine Aussage hier? Ja. Es ist mir bekannt, dass Ihre Frau mitgeholt hat. Bitte? Ganz neu. Nun ja, weiter. Also Sie haben erkannt, Schlage, Barecki. Wen erkennen Sie noch? Ja, Kaduk. Kaduk. Boger. Kommen Sie noch mal hierher. Ich sehe nicht den Stark.
Wo ist der Stark? Nein. Der hat rüber gekommen. Wo sind die Angeklagten? Wo ist der Staat? Na, also wir wollen Ihnen helfen. Das ist der zweite von rechts. Oh, ja. So, dann nehmen Sie wieder Platz. Die letzte Bemerkung des Zeugen. Besonders zu vermerken, ich beantrage es ins Protokoll auf. Wie heißt die mit letzter Bemerkung? Er hat gesagt, er hat sich verändert. Er hat sich verändert, wenn Sie wollen. Der Zeuge erkannte zunächst den Angeklagten Stark nicht. Als er auf dessen Person hingewiesen wurde, erklärte er, er hat sich verändert. Wollen Sie das bitte vorlesen? Bitte? Geändert, so, Verzeihung. Er hat sich geändert. Ja, ja, das ist protokolliert worden. Der Zeuge erkannte den Angeklagten Staatsgericht nicht. Als er auf dessen Person hingewiesen wurde, erklärte er hat sich geändert. Świadek nie rozpoznał z początku Starka, kiedy pokazano mu jego osobę, powiedział, on się zmienił bardzo. Ja, ist richtig, vorgelesen und genehmigt. Ich habe keine Fragen mehr, sind von Seiten der Verteidiger, Rechtsanwalt Gerhard. Bitte um Entschuldigung, vielleicht ist die Frage schon beantwortet während meiner Abwesenheit. Wann waren Sie in der SK? In welchem Jahr? Kiedy, w którym roku pan był kompanikan? 1942, da waren Sie in der SK. Był pan w kompanii karnej. Karnej, ta w Brzezinice. In der Strafkompanie in Birkenau. In Birkenau. Diese Fotografie, war das in einer Zeitschrift? Ja, das, to było w jakimś, bodajże nawet w niemieckiej, tam są wszystkie z całej Europy gazety. To było może nawet Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja, das war in einer Zeitung, wir haben dort alle Zeitungen und ich glaube bald, dass es eine Frankfurter Allgemeine Zeitung war. Sind Sie auch im Jahr 42 wieder aus der SK entlassen worden? Czy pan został zwolniony w 42 roku z kompanii Kan? Miesiącach. Nach 3 Monaten. Nach 3 Monaten. Myśmy skazani byli na 3 miesiące. Wir wurden zu 3 Monaten verurteilt. Ja, und bei welcher Gelegenheit haben Sie Borecki wiedergesehen? Sie sagten doch, nach Ihrer Entlassung hätten Sie ihn wieder gesehen. W 43 roku. 1943. Mniej więcej. Wo? Ungefähr. Wo? Wie es mir scheint. Im Stammlager? Na ulicy. W czasie gdzieś naszej pracy, kiedyśmy do pracy szli. Während unserer Arbeit, das heißt eher, wie wir zur Arbeit gingen. Ja, richtig. Ich möchte jetzt wissen, war das im Stammlager dann wieder? Czy to było w obozie macierzystym? To było poza obozem, aber im KL-Bereich. Das war außerhalb des Lagers, aber im Bereich der kleinen Postenkette. Der großen Posten. Innerhalb. Małej czy dużej? Duschig. Innerhalb der großen Posten. In der Gegend von Birkenau oder von dem Stammlager? Czy to było w pobliżu Brzezinki, czy w pobliżu obozu macierzystego? Raczej w pobliżu Brzezinki. Eher in der Nähe von Birkenau. Ponieważ my zawsze pracę wykonywali tam, w tą stronę, gdzie była Brzezinka. Weil wir immer die Arbeit ausgeführt hat in dieser Richtung, wo Birkenau liegt. Und wissen Sie, was, welche Funktion Borecki zu diesem Zeitpunkt hatte, 43? Wie pan, jak on miał funkcję wtedy w 43 roku? Nie wiem. Das weiß ich nicht. Nein. Können Sie noch etwa angeben,
Frühjahr, Sommer, 43. Pan mniej więcej powiedzieć, kiedy to było, lato, jesień, zima, wiosna? To, no, to raczej było ciepło wtedy. Das war eher warm, das könnte sein. Ciepło. I daty nie mogę podać, nie pamiętam. Ja, das Datum kann ich nicht angeben, ich erinnere mich nicht daran. Herr Zeuge, habe ich Sie eben richtig verstanden, als Sie Baretzky sahen, er sieht ihm sehr ähnlich. Haben Sie das gesagt? Czy pan wtedy, jak pan rozpoznał Baretzkiego, czy pan powiedział, wygląda bardzo podobny do niego? Podobny do niego, tak. Ja, so habe ich gesagt. Danke. Die Angeklagten, keine Frage mehr, keine Erklärung mehr. Schlager, wollen Sie sich mal dazu äußern? Sie geben keine Erklärung ab. Herr Urmitznath, Herr Mitznath-Rektor. Czy pan, to jest rzeczoznawca, proszę pana, który pyta się pana, czy pan może powiedzieć, czy pan zauważył wtedy pewne charakterystyczne jakieś okoliczności, które by dały panu możliwość stwierdzić jakieś cechy charakteru oskarżonego Starka w tym czasie? Tak. Ja muszę się przyznać, że Starkiem specjalnie interesowałem się. Ich muss zugeben, dass ich mich für Stark besonders interessiert habe. Z takiej pedagogicznej strony. Und zwar von pädagogischen Standpunkt aus. Ja nawet rozmawiałem parę razy z Wąsowiczem na jego temat. Ich habe sogar einige Male mit Wąsowicz über ihn gesprochen. Wąsowicz, który go znał bardzo dobrze, bo go przygotowywał nawet do egzaminu, mówił, że nie wie, co z tym Starkiem właściwie jest. W gruncie rzeczy to nie jest zły człowiek, a w jaki sposób on mógł się znaleźć i takie rozmaite... Also ich habe oft mit dem Wąsowicz über ihn gesprochen, der ihn doch sehr gut kannte, weil er ihn doch zur Prüfung vorbereitet hat. Und er hat zu mir gesagt, er weiß nicht, was eigentlich mit dem Stark los ist. Der ist im Grunde genommen anständig. Wie kommt er hierher und wie kommt er dazu, solche Sachen zu machen? Tak, mnie się zdawało, że on jako młody człowiek za wcześnie znalazł się pod wpływem tej ideologii, prawda, która... Es schien mir, dass er als ein zu junger Mensch zu früh unter den Einfluss dieser Ideologie gekommen ist. Przypominam sobie także, że był to Wąsowicz albo Smoleń, albo Schubert, albo Trębaczowski, a może Bok. Jeden z tych, który mi powiedział, że słyszał, jak Stark powiedział, że Mitleid ist Schwäche, oder Mitleid heißt Schwäche. Irgendjemand hat mir gesagt, entweder war das Wąsowicz oder Smoleń oder Trębaczowski, vielleicht auch Bock, dass er von Stark gehört hat, so einen Ausdruck, Mitleid ist oder Mitleid heißt Schwäche. Wie alt haben Sie damals Stark geschätzt? Jak pan określał wtedy, ile on mógł mieć lat? Według pana, przypuszczam. Wyglądał wtedy na jakieś 23-24 lata. Wyglądał. Er hat damals ausgesehen wie 23-24-Jährige. So. Wenn keine Fragen mehr sind, bitte schön. Vielleicht noch mal eine Frage. Dieser Vorfall mit diesen Abführen, wann war das noch in etwa? To zdarzenie z tym odprowadzeniem, kiedy to było mniej więcej? Mit dieser Frau, mit dem... Am 13. Januar 1942. Bedanke mich. Stimmt das? Ja. Którego to było? Wie Sie von dem Walde aus, von dem Vermessungskommando abgeführt worden sind? Ja. Kiedy pan został z tej... Das war am 13. Januar... 13. Januar 42. Proszę pana, kiedy pan został z... 13. Mai. 13. Mai. Mai. Also Herr Rechtsanwalt Gerhard, 13. Mai 42. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Czy może pan z czystym sumieniem przysiąc na to, co pan powiedział? To wszystko, co powiedziałem, mogę z czystym sumieniem przysiąc.
Darauf, was ich gesagt habe, kann ich mit gutem Gewissen das beeinflussen. Ich bitte Sie, den Eid in ordentlicher Sprache.